Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Mark of the Ninja. Wir sind gerade dabei, also der Dosan wurde leider getötet in der letzten Episode. Und jetzt sind wir so ein bisschen dabei, ja, ihm zu rächen, sag ich mal. Und zwar, indem wir, weiß ich gar nicht, was wir machen. Also wir rächen ihn eigentlich nicht, sondern wir versuchen eigentlich nur zu überleben und dann dafür zu sorgen, dass er ein schönes Begräbnis noch hat. Und jetzt gibt's ja eben diese Stalker, die hat man ja schon in einer der früheren Episoden gesehen. Das heißt, das sind Ninja, die die eben diese Hightech-Ausrüstung haben. Und es scheint so, als ob man da nicht durchkommen könnte. Also man sieht halt links schon hier, dass da Pfeile rauskommen werden, wenn ich da. Oh cool, wir können uns da durch teleportieren. Ja, dass da Pfeile rauskommen werden, die uns töten, wenn wir diese Seile berühren. Und wir haben in der letzten Episode auch eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar hier diese Abgeklärtheit, Markierung der Abgeklärtheit. Die sorgt dafür, dass wir halt, dass wir uns halt so rumteleportieren können. So. Und da wir ja nichts unvorsichtig machen wollen, gucken wir uns erst an, was der Schalter macht. Der Schalter sorgt dafür, dass da zehntausende Pfeile auf uns abgeschossen werden, wenn wir den bedienen. Also ich muss das nochmal ganz kurz angucken, damit ich es auch verstehe. Also der Schalter würde dafür sorgen, dass da oben uns die Pfeile abschießen. Also das Ding können wir bedenkenlos benutzen. Ich verstehe dieses Rätsel nicht so wirklich. Sollen wir also. Okay, ich habe es doch verstanden. War jetzt auch nicht so mega kompliziert zu verstehen. Aber normalerweise schießen diese Pfeile ja immer instant raus. Deswegen dachte ich, dass man da nicht genug Zeit hätte. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ja, und allgemein merkt man auch, dass ich ein wenig defensiver jetzt spiele als sonst. Der Grund ist halt, wir haben keine Waffe. das heißt, wir können die nicht stealth killen. Also. Aber das hier ist halt. Dieses Rätsel hier ist zum Beispiel halt auch überhaupt kein Problem, da wir eben diese Fähigkeit hier haben. Uns dann einfach hierher teleportieren können. Ups, das war nicht meine Intention, sondern ist auf. Ah, okay. Das bleibt nicht da, wo wir es hinpacken, leider. Kann das diese Seile auslösen? Nein, schade. Oh, jetzt ist es aber oben. Ah. Cool Beans. Dann können wir einfach hier hingehen und den ganzen Mist hier oben auslösen. Ohne getroffen zu werden. Ja, alles halt außer das eine, aber das müssen wir nicht auslösen. So, machen wir den Hebel auf und dann nix wie raus da. Ich weiß auch gar nicht, warum man sich hier verstecken kann. Also, ach, hätte man sich hinter den Pfeilen auch einfach verstecken können? Dann wäre das ja natürlich. Ah, weiß ich nicht. Naja, wie dem auch sei. Rechts ist Falle, links ist keine Falle. Schauen wir. Oh. Da ist ein Typ, aber der hat keine Super. Warte, warte, warte. Umgehe alle Banditen ohne Schaden zu nehmen. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Also. Umgehe alle Banditen ohne Schaden zu nehmen. Ja, Moment. Halt, 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 halt. Das müsste passen, oder? Also ich sehe da keinen weiteren Typen. Ah, ich sehe aber seinen Lichtschein. Bewegt er sich auch nochmal? Warte mal. Erstmal den hier nochmal. Ist da niemand? Ah, nee, ist nur eine Lampe. Oh, ich sehe schon.
Umgehe alle Banditen ohne Schaden zu nehmen. Was heißt umgehe alle Banditen? Weiß ich nicht. Darf ich die nicht töten oder was? Achso, ich habe ja überhaupt keine Waffe, fällt mir gerade ein. Hm. Also, ich kann die halt killen, aber ich kann die halt nicht stealth killen. Deshalb, ungut. Oh, ich hoffe, er sieht mich da nicht. Oh Gott. Seh mich nicht. Hat mich nicht gesehen. Ja, auf deinem Rückweg wirst du ein kleines Prozent finden. Schauen wir mal hier oben, was hier so gibt. Nicht viel. Erstmal die Weitsicht wieder angeworfen. Dann gehen wir mal hier ran. Oh, ich sehe da einen Sniper. Aber der hat sich gefährlich nahe an diesem Ding hier platziert. Gefährlich nahe, ja. Ist ja schön, dass du was gehört hast, aber... wenn du mich nicht gesehen hast, dann bringt dir das nicht viel. Ja, ich werde erstmal wieder, ich glaube, eine Etage tiefer gehen. Und den werde ich wahrscheinlich nicht tot bekommen. Dann gehen wir doch mal zwei Etagen tiefer. Oh, da sehe ich den Sniper. Ja, dann gehen wir wieder nach oben. Bei dem Sniper will ich nicht vorbeigehen. Zumindest, wo ist denn der Typ? Ah, das ist so ein Chill-Typ. Ja, ich könnte den halt ablenken, aber ich warte lieber, oder? Ach, ich kann ihn ja trotzdem ablenken. Oh, ich habe ihn, glaube ich, nicht mal abgelenkt. Der war zu weit weg. Hm. Aber ist kein Problem, wie gesagt. Oh, hallo. Aber den Typen hier kann ich machen, dass er sich einkackt. We're coming for you. Ja, dann versucht's halt. Aber ihr könnt ja gerne kommen. Dann ist es nur für mich noch umso einfacher, euch zu töten. Wenn ihr euch auch aus euren sicheren Positionen, die euch das Spiel gegeben hat, rausbewegt. Ja, mal schauen. Okay, der ist weit genug weg. Ja. War auch gar nicht knapp oder so. Mal wieder. So, den Sniper, den legen wir mal hier hin. Da ist er schön verwurstet. Geht der eigentlich weit genug da rein? Will nur mal wissen. Ich glaube nicht, dass der weit genug reingeht, um die Falle auszulösen. Apropos Falle, ich will mal an der Falle vorbei und zwar ohne die auszulösen, deswegen machen wir mal so. Na, den könnten wir halt auch super obvious killen, also mit den simpelsten Tricks der Welt, sag ich mal. Also wir holen das Ding runter. Dann machen wir halt irgendwie, ups. Naja, ich dachte eigentlich eher, dass wir auf der anderen Seite Krach machen. Aber irgendwie, naja, hat nicht so wirklich funktioniert, wie es sollte. Wie viel haben wir denn eigentlich schon gekillt mit Fallen? Steht da leider nicht. It's clear. Jetzt habe ich den Typen erwischt. Ah, und er hat mich gesehen. Wunderbar. Wunderbar, er hat mich gesehen. Sehr schön. Das macht's gleich. Boom. Ja. so, einer weniger, natürlich. Immer noch mal hier lang. Der da unten, weiß ich noch nicht, wie man den tot bekommt. Aber ich werde erstmal wieder nach rechts gehen und ein taktisches Manöver planen. Oh.
Oh Gott. Ja, einfach mal so mitten in den Mist reinspringen ist natürlich, was ich mir gedacht habe dabei. Ah, cool, wir haben hier so ein Fallending. Das heißt, wenn ich mich da drauf fallen lasse, dann kommen die Spikes raus und der. Und wenn da jemand raufläuft, dann stirbt er. Und wir haben hier auch noch so ein. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Glockenspiel, ja, das einen mega Lärm auch macht. Das heißt, so können wir den anderen Typen killen und den da. Hm. Da oben ist so ein Ding. Ja, ich glaube, ich werde erstmal. Also erstmal Weitsicht nochmal an, wo ist der Typ da unten? Der ist nicht in Hörweite. Aber jetzt ist er quasi in Hörweite. Ja, wirklich? Someone is here. Come on, show yourself. Ja, dann haben wir den auch umgelegt. Das war der vierte, glaube ich. No trace, but we will find him. Dann laufe ich mal hier in die Mitte rein und hoffe, dass das jetzt nicht killt. Ah, ich muss erstmal gucken, ob das hier eine Falle wieder ist. Nee, ist keine Falle. Dann haben wir da einen. Oh, wir haben da einen Sniper sogar stehen. Weiß ich nicht. Wir können halt gerade nicht weit genug hochgucken. Oder? Ich könnte halt auf den Sniper. Ah, cool. Aber ich glaube, das ist das Falsche. Das müsste irgendwo. Das müsste sich irgendwo zwischen dem Sniper. Genau da, das müsste es sein. Ja, das war das auch. Ach. Naja. Der steht jetzt halt da wie ein Trottel. Mach mal erstmal das Licht aus. Und wenn der dann in der Glocke ist, dann läute ich mal die Glocke einfach ein paar Mal. Ist der. Oder ich kann einfach so machen. Okay. Damit hätten wir unser Ziel eigentlich erreicht, oder? Jetzt haben wir die Tür da aufgemacht. Das ist ja eigentlich alles, was wir machen wollten. Ich werde den die anderen erstmal leben lassen, sag ich mal. Und werde mal hier gucken. Sieht nicht so aus, als ob wir da hoch könnten. Dann lassen wir das einfach. Und ja, warten natürlich, bis die Stacheln da weg sind. Kein Bock zu verrecken. Aber wir könnten den anderen Typen eigentlich nochmal ablenken, oder? Wenn ich das noch nicht gemacht habe. Ach. Den hatten wir wohl schon mal abgelenkt oder den hatten wir schon mal irgendwie erwischt gehabt. It's clear. Ah, da war doch noch irgendwo einer, oder? Ah ne, der da unten ist schon tot, der da oben hat uns eh nicht gesehen. Dann machen wir einfach das Licht nochmal aus. Und gucken, ja, sieht uns keiner, als können wir hier rein. Ja, cool, wir haben alle Banditen umgangen, um ohne Schaden zu nehmen. Punktetechnisch haben wir noch nicht so viele Punkte bekommen. Entkomme den Ruinen. Also wir müssen jetzt hier unterirdisch irgendwie da durchkommen. Da unten ist ein Schalter, aber dafür müssen wir erst den Schalter da oben anmachen. Ja, da können wir ja wieder unseren. Wow, man kann das auch benutzen, ohne es zu zielen. Das wusste ich nicht. Also, ich habe einfach nach rechts gehalten und bin ich automatisch darüber geflogen.
Was nicht meine Intention war eigentlich. Es ist nämlich sehr viel sicherer, wenn man das bedienen kann, wie man das möchte. So, jetzt habe ich die Stacheln ausgeschalten. Erstmal nochmal die Weitsicht an. Ja. Dann würde ich sagen, laufen wir einfach da durch. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass hier noch sehr viele Gegner sein werden irgendwie. Weiß ich nicht. Warum sollten die sich hier unten eigentlich verschanzen? Macht nicht... Ach Gott. Wieder die. Ja. Weiß ich nicht. Ob mir das gefällt. Ah, cool. Dachte ich mir. Also ich dachte schon, dass es irgendwie so funktionieren muss. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich frag mich, was man da machen soll. Sag mir nicht, wie, was das auslöst. Das wird blockiert von... Also es geht nach links. Ja. Oh, okay. Ja. Wie soll man denn das schaffen, bitte? Oh, ich bin so ein Trottel, ne? Ja, mit der neuen Fähigkeit soll man das natürlich schaffen. Ja, wenn ich mal nachdenken würde, dann wäre das ganze Spiel schon ein bisschen einfacher auch. Ich gehe erstmal nach links und gucke, ob man da hoch kann. Man kann nicht mal weiter hoch als hier. Da bleibt man einfach stehen, obwohl da noch weiße Wand ist. Weiße Wand bedeutet, man kann da klettern. Das Spiel ist nicht nett heute. Naja. So, was ist das neueste Ziel? Weiß ich noch gar nicht. Jenseits davon liegen Wüste und Geborgenheit. Wir können also da runter oder wir können nach rechts. Ich mach mal den hier. Wir sehen absolut nichts. Ah, hier ist einfach das Rätsel, das sie uns nicht zeigen wollten. Ja, dann mache ich auf jeden Fall das Rätsel noch in der Episode. Und danach mache ich wahrscheinlich ein Päuslein. So. Die Rätsel sind bestimmt jetzt einfacher, als die es davor alle waren. Hüpfen, ausweichen, sprinten. Okay. Haben wir hier unser... Ja, wir haben hier unsere tolle Fähigkeit. Können wir damit eigentlich auch... also könnten wir jetzt einfach da rein? Nee, können wir nicht. Okay. So, was löst du aus? Du löst die Falle... Du machst die Tür da unten auf. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen erst die Falle uns da holen und dann dürfen wir die Falle nachher nicht mehr auslösen. Was macht der Schalter hier? Er macht einfach die Tür auf. Und löst hier 1000 Stacheldinger aus. Okay, ja, das ist aber kein Problem. Der macht die andere Tür auf. Gut, dann können wir uns das schon mal merken. Der macht die Tür da unten auf. Auch kein Problem soweit. Was machst du? Ah, du lässt das Teil da runter. Okay. Und das letzte. Und du gehst automatisch wieder nach oben. Okay, warte mal. Was machst du? Du machst die Tür einfach nur auf. Ich werde mal gucken, ob du noch was anderes kannst. Nee. Dann schauen wir mal. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Da machen wir einfach den hier. Und
Das war absolut kein Problem. Dann machen wir das Schwert aus, das Teil auf. Aber ich will es noch nicht runterfeuern, das mache ich erst ganz am Schluss. Also, da müssen wir jetzt hier ran. Ich glaube, da kann ich auch einfach mit dieser Ninja-Fertigkeit, also den hier halt, ich komme da nicht hoch, oder machen wir einfach so. Nein. Stopp. Ich kann einfach mal versuchen zu springen. Ah. Wieso schwer, wenn es auch simpel geht oder andersrum? Dann kommen wir da wahrscheinlich wieder raus, indem wir unsere super tolle Ninja-Fähigkeit benutzen, so in etwa. Aber, naja, mal gucken. Also, was gibt's hier alles? Oh, es ist so. Es ist mega, okay. Machen wir einfach hier auf, dann haben wir das zweite Päckchen. Denn da drüben müssen wir irgendwie aufmachen. Das ist auf jeden Fall schon ein komplexeres Level, aber ich glaube auch nicht, dass es wirklich schwer, also, dass es wirklich schwer ist. Bisher zumindest noch nicht. Okay, wenn ich das aufmache, dann macht das irgendwas da hinten auch an. Und die Tür auf. Ja, aber wir haben hier einfach eine Tür. Ach so, ich sehe schon. Okay, das könnte echt schwer sein. Zack, 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 Tür auf. Okay. Nee. Ja. Können wir hier... Ah, cool. Ja, jetzt können wir einfach wieder diesen tollen Trick verwenden. Und sind da durch. Ist hier oben noch irgendwas? Mal ganz kurz nochmal gucken. Nein, da ist nichts mehr. Ah, cool, so kommen wir an den Hebel ran. Der macht ja eigentlich auch nichts Böses. Der macht uns nur hier die Tür auf. Und damit hätten wir es dann eigentlich geschafft. Nur eigentlich, weil wir erst noch die ganzen Päckchen runterschießen müssen. Und ich nicht weiß, ob dann da noch irgendwas Böses passieren kann. Also, erstes Päckchen. Nee, nichts passiert. Zweites Päckchen, auch nichts passiert. Ach so, mir fällt ein, explodieren die jetzt nicht alle, wenn ich den Hebel umlege? Ich muss erst noch mal ganz kurz gucken. Weiß ich. Das macht die ganzen Türen auf. Na, ich werde einfach mal aufmachen und wenn das... Ja, die explodieren nämlich alle. Haha. Gott sei Dank habe ich da dran gedacht, dass die alle explodieren, diese ganzen Päckchen. But I must call one last student to bear the mark. The man who should have replaced me must instead sacrifice himself for me and for us all. Und damit mache ich mal hier einen ganz kurzen Cut und man sieht sich gleich wieder in der nächsten Episode von Superplays Mark of the Ninja. Tschüss!